Und schon geht's weiter mit dem nächsten Talk und der nächsten Lisa tatsächlich. Wir haben jetzt Lisa Charlotte Ross und der Talk baut tatsächlich auch wunderschön auf dem von Lisa Passig von vorhin auf. Die hat uns was über Daten erzählt. Jetzt geht's darum, wie kann man sie denn eigentlich visualisieren und warum sollte man das tun? Vielen Dank. Ja, genau, darum geht's. Ich visualisiere Daten, das ist mein Job. Heute will ich darüber reden, wie man Klimadaten visualisieren kann, auch weil das ja gerade in der Gesellschaft so einen großen Stellenwert einnimmt, darüber zu reden. Würde ich das gerne auch tun. Die Präsentationsfolien sind im Anschluss auch verfügbar online. Das heißt, wenn ich ein bisschen schnell durchgehe, durch ein paar, könnt ihr euch alle am Ende noch durchgucken. Genau, und ich würde sehr, sehr viele Beispiele zeigen, einfach als Inspiration, vielleicht für euer derzeitiges Projekt, aber vielleicht auch für Projekte in der Zukunft. Okay, wer bin ich? Ich bin eigentlich Designerin, wie ihr sehen kann. Ich habe für ein paar Redaktionen gearbeitet und arbeite jetzt für ein Charting-Tool, also womit man Diagramme und Karten ohne zu programmieren online herstellen kann. Und da bringe ich vor allem Journalisten bei mit Workshops und mit ganz vielen Artikeln, wie sie diese Diagramme und Karten besser gestalten können. Genau, und ich werde euch so ein paar Ideen erklären, warum wir eigentlich Klimadaten visualisieren sollten, also Umweltdaten im Allgemeinen, mit diesem Beispiel Klimavisualisierung. Der erste Punkt, wir sollten visualisieren, um zu überzeugen, dass etwas getan werden muss. Das fängt hier an, das ist erstmal gar keine Datenvisualisierung, aber man sieht hier, wie die Gletscher sozusagen zurückgedrängt werden, wie sie immer mehr schmelzen. Und das ist so ein ikonisches Bild, glaube ich, das ihr auch schon öfters gesehen habt. Das wird sehr gerne genutzt in solchen Artikeln, wo es um Klimaerwärmung geht. Das ist auch noch ein sehr ikonisches Bild. Das ist von An Inconvenient Truth von 2006. Das ist Al Gore, so ein Mensch, der eine ganze Dokumentation, eine ganze Präsentation über die Klimaerwärmung damals gemacht hat. Und dann so ganz langsam den CO2-Gehalt in der Luft und die Temperatur gezeigt hat und am Ende diese Leiter hier ausgefahren hat, um zu zeigen, hey, so weit hoch geht schon der CO2-Gehalt in der Luft. Dieser Hockeystick-Graph, wie er auch genannt wird, ist so berühmt, dass er sogar seinen eigenen Wikipedia-Artikel bekommen hat. Sehr empfehlenswerte Lektüre. Das ist eine andere ikonische Datenvisualisierung von Ed Horkin, die Warming Stripes. Jeder Strich steht für ein Jahr und die Farbe zeigt an, wie warm die Luft global ist. Ihr seht hier, wurde es ein bisschen kälter und am Ende sieht man aber ganz klar, es wird sehr, sehr viel heißer. Auch diese Warming Stripes sind sehr, sehr berühmt. Sie haben zum Beispiel in der vorletzten Woche, glaube ich, in einer der letzten Wochen haben sie es auf das Economist-Titelbild geschafft und auch über die gibt es einen Wikipedia-Artikel. Das sind zum Beispiel auch die für Berlin. Man kann die sich auch runterladen für verschiedene Regionen, für verschiedene Städte. Nee, nicht für Berlin, für Deutschland ist das genau. Ihr seht, ist nur ein bisschen diffuser als die globale Erwärmung, aber man sieht auch ganz deutlich, okay, es wird wärmer. Auch das ist so eine Visualisierung, die eher so nicht so nuanciert zeigt, aber so ganz klar zeigt, hey, irgendwas passiert mit der Welt, irgendwas geht hoch. Genau, das ist ein GIF auch von Ed Hawkins, der berühmt dafür ist, so ein paar Visualisierungen gemacht zu haben. Und man sieht hier 1,5 Grad Grenze wird sich sehr genähert. Genau, das heißt, dieser erste Punkt, visualisieren, um zu überzeugen, dass etwas getan werden muss, da geht es gar nicht so darum, so zu sagen, hey, hier sind die konkreten Daten, das ist genau der CO2-Gehalt und so weiter. Es geht einfach zu sagen, hey, Leute, wir müssen was machen, es geht hoch, es ist irgendwas passiert und wir müssen was tun. Und dann kann man tiefer gehen, dann kann man das Ganze wirklich verstehen. Und auch da gibt es fantastische Visualisierungen, die ich euch gerne zeigen würde. Und das ist jetzt wieder so eine ikonische, einfache, also es ist eher so, okay, es geht nach oben, aber das ist von einem Menschen namens Neil Kay und der hat dann auch diese Visualisierung gemacht, der die gleichen Werte nimmt, irgendwie wie ist der Temperaturanstieg in den letzten Jahrzehnten gewesen und dann zeigt er aber, das ist nicht überall gleich, es ist nicht auf jedem Breitengrad, Längengrad, ich glaube Breitengrad ist das gleich, also wie man sieht in der Arktis da oben geht es sehr, sehr viel weiter,
nach rechts, was heißt, dass es mehr Temperaturanstieg ist als unten zum Beispiel auf der Höhe von Argentinien. Und das ist hier so eine nuanciertere Grafik, die zeigt, okay, es geht nicht überall gleich nach oben. Das ist der Anteil der Erdoberfläche. Und wir sehen, dass es bei vielen schon nach oben geht. Und manche haben aber eine Erwärmung von fast 3 Grad. Und manche haben auch eine Erwärmung von so minus 1 Grad im Durchschnitt. Auch hier sieht man, okay, es ist nicht alles gleich. Also der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft geht nach oben, aber er geht saisonal nach oben. Also er geht nicht so, okay, es geht einfach geradeaus, sondern wir sehen hier, es ist im Winter weniger, im Sommer mehr und so weiter. Und dann ist die Frage, okay, woher kommt das? Hier haben wir die Frage, wo kommen diese Emissionen eigentlich her, wo man auch tiefer einsteigen kann und da verstehen kann, hier irgendwie Energieindustrie hat 8,1%, hier bei den Residential Buildings, also bei den Gebäuden, in denen wir leben, hat man aber auch schon einiges von der Heizung drin und von, ich glaube auch Elektrizität ist da drin. Und das ist auch eine sehr schöne Visualisierung, wie ich finde, wo man sieht, wie sehr das dann wirklich ansteigt. Also jeder Punkt hier repräsentiert 10 Tonnen von CO2 und das ist in Echtzeit. Das heißt, man sieht hier 2018 werden sehr viel mehr CO2-Tonnen verbraucht oder produziert, als irgendwie das 1900 noch der Fall war, in 10 Sekunden oder in 5 Sekunden. Genau, wenn man über Klima redet, redet man auch viel über Energie, weil halt die Elektrizitätsproduktion so ein großer Teil ist von diesen CO2-Emissionen. Und hier gibt es zum Beispiel Live-Daten, hier zum Beispiel aus Deutschland, das hat auf energycharts.de findet man die, wo man sehr schön gesehen kann, wie wird Elektrizität eigentlich produziert in Deutschland. Hier dieser rote Balken ist zum Beispiel Atomkraft. Und da diese gelben da oben, diese Spitzen, sind Solarenergie, die halt nur am Tag funktionieren. Und das fand ich ganz schön, das ist hier Ende des letzten Monats, also Ende September, wo man sieht, die Windenergie, also weil es so windig war, wurde die Windenergie, konnte die sehr, sehr viel mehr genutzt werden. Und dann ist die Braunkohle halt runtergegangen, die war dann nicht mehr so wichtig. Das Gleiche gibt es auch für Frankreich, die Atomenergie sehr, sehr viel mehr nutzen. Dieser ganze gelbe Balken hier, einfach Atomenergie, die nutzen irgendwie 75% produzieren die Atomenergie. Und das sieht man sehr, sehr schön in diesem Chart. Genau, und dann gibt es auch noch eine ganze Übersicht von Europa, wo man sich das komplett ansehen kann und auch sehen kann, wie Energie exportiert und importiert wird, von welchen Ländern. Das sind diese kleinen Pfeile. Genau, und hier nochmal Neil Kay, der wirklich sehr schöne Visualisierung gemacht hat. Hier sieht man sehr gut, also man sieht wieder dieses, okay, hier die Arktik, Eis geht nach unten, also es schmilzt alles, aber was bedeutet es eigentlich? Wie groß ist die Arktik? Das heißt, was er gemacht hat, er hat ein sehr schönes GIF gemacht, ein sehr schönes Video, wo er gezeigt hat, okay, die Arktik war so groß und man sieht dann, wie das alles nach unten geht. Also, dass eine Fläche von der Größe von Europa sozusagen einfach so wegschmilzt und sich verringert. Es ist immer auch eine sehr, sehr gute Idee, so auf die derzeitigen Lebensumstände das zu übertragen und zu gucken, okay, was bedeutet das, was würde das bedeuten, wenn das bei mir vor der Haustür passieren würde. Genau, und das ist eine sehr gute Überleitung auch zum dritten Part. Also wenn man das einmal so verstanden hat, kann man dann auch überlegen, okay, was bedeutet das für das eigene Leben, was bedeutet das für heute? Wir haben so ein bisschen geguckt irgendwie mit diesen Live-Daten von Energie, das ging auch so in die Richtung. Aber ja, genau, was bedeutet das jetzt für mich hier in Berlin? Und da habe ich eine Visualisierung gemacht vor, ich glaube im letzten Jahr, wo ich halt gezeigt habe, okay, seit 1960 wurde halt Berlin konkret irgendwie schon so viel mehr wärmer und alle Städte in Europa sind wärmer geworden. Ist auch wieder Nikkei, sehr schöne Visualisierung von ihm, die zeigt, welcher Anteil von diesen Emissionen seit 1751 sind eigentlich in deinem Leben sozusagen rausgepumpt werden. Also wenn du irgendwie 20 Jahre alt bist, dann wurden schon über 30% oder 15 Jahre sogar, dann wurde es schon über 30% der kompletten Emissionen, die jemals irgendwie rausgepumpt wurden, hast du sozusagen miterlebt in deinem Leben.
Und dann gibt es solche Projekte, die erklären, wie viel Kohlenstoffdioxid genau schon released worden und wie viel davon wir noch irgendwie rauspumpen können. Dann würde auch verschiedene, also das erlaubt dir dann auch verschiedene Sachen auszuwählen, zum Beispiel hier, wenn du sagst, okay, du willst unter 3 Grad bleiben, du willst unter 2 Grad Erwärmung bleiben, wie viel Kohlenstoffdioxid können wir dann noch in die Umwelt packen. Und dann gibt es sowas hier, CO2-Rechner, das ist jetzt zum Beispiel vom Umweltbundesamt, dass sie genau erklärt, okay, was ist deine Verantwortung? Wie viel Tonnen werden wegen dir irgendwie, also wie viel Tonnen CO2 existieren wegen dir? Wie viel verbrauchst du genau? Wie viel Heizungs-CO2 brauchst du? Wie viel Strom verbrauchst du? Wie viel fliegst du eigentlich oder nutzt du Autos? Und so weiter. Und dann kann man sich das ganz genau durchrechnen und bekommt am Ende so eine Zahl, so der durchschnittliche Deutsche verbraucht irgendwie 11,61 Tonnen CO2 oder Kilogramm CO2 und wie viel man dann selber verbraucht. Das geht sogar, also das kann man sich alles Mögliche ausrechnen lassen. Ihr kennt das wahrscheinlich irgendwie mit, vielleicht wenn ihr fliegt oder so und dann irgendwie mit Atmosphäre das dann ausgleichen wollt. Sowas gibt es dann auch. Man kann sich sogar ausrechnen lassen, wie viel Kohlenstoffdioxid man die eigene Website produziert. Und das war der Teil. Verstehen, was das heute für das eigene Leben bedeutet. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen Teil. Dann kommen wir zu diesem, okay, jetzt haben wir die ganzen Probleme verstanden. Jetzt wollen wir verstehen, was wir dagegen machen können. Und die Politik versucht das ja mehr oder weniger gut. Hier nochmal nur so zur Idee, was wir machen müssen, um irgendwie um die Temperaturanstieg aufzuhalten sozusagen. Das ist vom IPCC sozusagen Report, vom Weltklimarat, der sagt, okay, wir sind gerade auf dem Weg nach oben, aber eigentlich müssten wir bis 2050 so weit runtergehen. Und dann gibt es sowas wie der Climate Action Tracker, eine sehr gute Website, der halt zeigt, okay, welches Land ist gerade auf dem richtigen Weg. Man sieht irgendwie bei ganz Europa, es ist nicht ausreichend. Dann hast du irgendwie so ein paar ganz kleine grüne Länder in Afrika, die irgendwie mit dem 1,5 Paris-Ziel kompatibel sind. Aber so USA und so weiter ist sehr, sehr, sehr unausreichend, was sie machen. Es gibt kein schönes Bild auf die Welt und auch noch Zukunft. Und deshalb brauchen wir Lösungen. Und diese Lösung kann man auch aufzeigen mit Visualisierung. Das kann so simpel sein, wie zeigen, okay, was kannst du machen? Okay, Kuhmilch ist vielleicht, verbraucht mehr Kohlenstoffdioxid als irgendwie Sojamilch oder Hafermilch. Und das kann aber auch ein bisschen komplexer sein, wie dieses Spiel, Energy Transition Model heißt das, wo du diese ganzen Parameter selbst einstellen kannst und sagen kannst, okay, was ist jetzt hier die Nachfrage und das Angebot, an welchen Sachen irgendwie willst du, dass immer noch Atomkraft existiert, wie viele Windturbinen willst du bauen und so weiter. Und dann kannst du das alles durchspielen, wenn du das willst, und sagen, okay, ist so eine Zukunft überhaupt möglich? Und das so eine Zukunft möglich ist, wo irgendwie nur Elektrizität autark hergestellt wird, mit erneuerbaren Energien, zeigt diese Possibility for Electricity Autarkity Map. Die zeigt sozusagen, wie viel Strom könnte jedes Bundesland oder jedes Land auch, das geht auf ganz Europa hoch, produzieren, nur mit erneuerbaren Energien und was ist gerade die Nachfrage. Und wer ganz, ganz tief rein will, der kann sich diesen Artikel von Brett Victor angucken. Das ist ein paar Jahre alt, aber da geht es wirklich so, was kannst du in deiner Karriere machen, um irgendwie Lösungen zu finden für den Klimawandel. Genau, also ich habe diese 5 Sachen, habe ich jetzt mir mal gezeigt, dieses Visualisieren, um zu überzeugen, dass irgendwas getan werden muss, dann die Leute tiefer reinbringen, hier tiefer gehen, wirklich verstehen und auch verstehen, was das heute und für das eigene Leben bedeutet. Aber das ist sozusagen nur diese Problem-Verstehen-Ebene und was dann halt ganz, ganz wichtig ist, ist dieses an Lösungen arbeiten, zu zeigen, was können wir eigentlich tun, anstatt irgendwie in dieser Misere zu bleiben, dann irgendwie wieder so das zu channeln und zu sagen, okay, hier, wir haben auch Hoffnung, lass uns was gemeinsam tun. Genau, es gibt so ein paar Quellen, die ich euch angucken kann, das sind nur so ein
paar irgendwie Klimafakten, die ist ziemlich gut, auch redet gut über die Kommunikation von, also wie sollte man Klimadaten kommunizieren. Es gibt auch ein paar Datenquellen, aber ja, meistens hilft googeln, IPCC ist aber ganz gut dabei. Und wenn ihr Inspiration haben wollt, ich habe so ein paar Artikel über das Klima geredet, die findet ihr da unten. Die ganzen Slides findet ihr auch unter bit.ly/klimawiss. Und ja, das war's. Vielen Dank.